Nicht sprechen und nicht lachen. Mit dem Hintern ein bisschen. So löste ein Retter den anderen ab und Schalke hatte Glück damit bisher. Der erste FC Köln dagegen, der schon immer den Hang zum Besonderen hatte, verzichtete auf Trainerwechsel, engagierte stattdessen einen Werbeberater. Der versuchte als guter Public Relations Mann der Sache auf den Grund zu gehen. Er ließ die Mannschaft graben und hoffte so, die verlorenen Punkte oder doch wenigstens die Ursache ihres Verlustes zu finden. Doch das war alles, was zutage kam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Flaschen. Die Zahl stimmt. Kalt war's und ein scharfer Tropfen herzlich willkommen bei eisigem Westwind. Hallo, kein Video mehr verpassen? Dann ihr klicken Abo, dann Abo.